Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nachdem die anderen Fraktionen einmal mehr eine Überweisung in den Ausschuss ablehnen unseres Antrags, hierzu ein paar Worte. Städte und Gemeinden. Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Dr. Wolf. Städte und Gemeinden schlagen Alarm, die Wohnungsnot vergrößert sich laufend. Junge Familien und Leistungsträger ziehen weg aus der Stadt ins Umland. Die Sozialstruktur der Stadt verändert sich dramatisch. Hier setzt unser Antrag an. Wir kümmern uns hier, nicht zum ersten Mal, aber immer wieder gern, um die Anliegen der Kleingärten und Kleingärtner. Hier geht es darum, Kleingärten dauerhaft bewohnbar zu machen, um so Wohnraum in der Stadt im Grünen zu schaffen. Die Idee, angesichts großer Wohnungsnot auf Kleingärten zurückzugreifen, ist nicht neu. Die gab es bereits nach dem Zweiten Weltkrieg. In vielen deutschen Städten wurden de facto Lauben zu Wohnzwecken genutzt. Warum sollen denn diese Wohnungsmodelle in Kleingärten nicht weiterentwickelt werden? Renommierte Architekten haben sich weltweit Gedanken über modernes Wohnen in sogenannten Tiny Houses gemacht. Eine Laube in einer Kleingartenzelle ist nichts anderes, ein Tiny House. Die aktuell noch ca. 34.500 Kleingärten in Hamburg leisten mit der intensiven gärtnerischen Nutzung und ihrer geringen Flächenversiedlung einen erheblichen, dazu komme ich gleich, einen erheblichen Beitrag zum Naturschutz und zur Erhaltung der Arten- und Sortenvielfalt. Der Aufwand, in Gartenkolonien Wohnraum dauerhaft zu ermöglichen, ist überschaubar. Wasserleitungen können für den Winter isoliert werden und die Isolierung von Dächern und Fassaden, wie bei anderen Gebäuden, kann gefördert werden. Ein Anschluss an das öffentliche Abwassernetz ist ebenfalls kein Hexenwerk. Ob eine Wärmepumpe an der Stelle das Richtige ist, die dann womöglich so viel kostet wie die Laube selbst, wage ich allerdings zu bezweifeln. Viele Pächter würden sich dort mit Freude dauerhaft niederlassen und viele dann auch ihre Wohnungen dem Wohnungsmarkt so zur Verfügung stellen. Über Details hätten wir reden können, wenn Sie einer Überweisung in den Ausschuss zur Abwechslung mal zugestimmt hätten. Gartenkolonien halten ihre Infrastruktur, Wege, Wasserleitungen, Beleuchtung, öffentliche Plätze, Begleitgrün, weitgehend mit eigenen Mitteln und Arbeitsleistungen der Mitglieder instand. Preiswerter ist die Erhaltung von Stadtgrünen, Infrastruktur und Wohnraum kaum erhältlich. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag. Und wir haben uns erlaubt, namentliche Abstimmung zu beantragen, gerade auch im Hinblick auf unsere Kollegen der CDU-Fraktion, um einmal zu sehen, ob die CDU mit den ähnlichen Anregungen des CDU-Wirtschaftsrats einmal mehr nur heiße Luft produziert oder ob sie dem auch zur Abwechslung mal Taten folgen lässt. Vielen Dank.